Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die schwarz-gelbe Regierungskoalition hat jagdpolitisch zu Beginn der laufenden Legislaturperiode ja vieles richtig gemacht. Insbesondere die Revision des ideologischen und jägerfeindlichen Jagdgesetzes von Umweltminister Remmel war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und wir sind da gerne mitgegangen. Seither ist es ein bisschen still um das Thema geworden. Und das sieht man jetzt auch am vorliegenden Antrag. Sie schreiben es sogar selbst. 9 von 16 Bundesländern sind angesichts der Gefahr durch die afrikanische Schweinepest bereits den Schritt gegangen und haben in der Jagd Nachtzieltechnik erlaubt. Derweil scheint die neuere Umweltministerin hier im Lande hauptsächlich damit beschäftigt zu sein, sich für den zukünftigen Koalitionspartner, die Grünen, schön zu machen und hat für die Belange der Jagd offenbar etwas weniger Zeit als ihre Vorgängerin. Anders kann man sich diesen Antrag jedenfalls kaum erklären, mit dem CDU und FDP die eigene Regierung dazu auffordern, etwas zu tun, was eigentlich schon längst hätte getan werden müssen. Und Herr Haupt, es reicht halt für das größte Bundesland mit den meisten Schweinebetrieben nicht aus, dass man mal abwartet, was andere machen und dann hinterherläuft. Aber besser spät als gar nicht. Jeder, der sich mit der Thematik etwas auskennt, weiß, dass die Bejagung von Schwarzwild für Jäger eine besondere Herausforderung darstellt. Das Wild ist sehr intelligent, sehr lernfähig und inzwischen ausschließlich nachtaktiv. Hinzu kommen einige hausgemachte Faktoren, die das zunehmend ungesunde und unkontrollierte Wachstum der Schwarzwildpopulation weiter begünstigen. Und Herr Rüste, da muss ich Ihnen widersprechen. Ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben, aber die Fachwelt ist sich eigentlich einig, dass der stark subventionierte Anbau von Energiemais, also gerade Ihre Politik und die damit verbundenen Monokulturen, ja viele negative Auswirkungen haben. In der Jägerwelt nennt man Mais ja auch Schweinegold. Es ist ein überreichliches Nahrungsangebot, was natürlich auch zu einem starken Populationswachstum bei den Schweinen führt. Das ist Realität, meine Damen und Herren. Außerdem konnten aufgrund der Corona-Politik, das wurde ja gerade auch schon angesprochen, kaum Drückjagden in diesem Herbst stattfinden, also keine Gesellschaftsjagden. Und da werden traditionell die größten Jagdstrecken erlegt. Und dementsprechend wird die Population in diesem Jahr noch stärker wachsen als in den vorangegangenen Jahren. Nachtzieltechnik bietet hier eine Möglichkeit, ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Mit den entsprechenden Optiken kann das Wild sicher angesprochen und beschossen werden. Das steigert nicht nur die Jagdstrecke, es dient natürlich auch dem Tierschutz, denn ein sicherer Schutz erspart dem Wild unnötiges Leid. Ich will aber nicht unerwähnt lassen, auch das hat der Röse richtigerweise erwähnt, dass das Thema auch in der Jägerschaft nicht unumstritten ist. Jagd ist eine sehr traditionelle Sache. Das Jagdgesetz ist eines der ersten Tierschutzgesetze der Welt. Weidmänner in Deutschland sind hervorragend ausgebildet und eben auch sehr traditions- und standesbewusst. Gerade im Zusammenhang mit der ASP-Bekämpfung fürchten viele zu reinen Kammerjägern oder Ungezieferbekämpfern herabgestuft zu werden, die alleine an ihren Abschusszahlen gemessen werden. Der ideologische und verbissene Kampf, der vor allem von dieser Seite in den letzten Jahren gegen unsere Jäger geführt wurde, lässt diese Befürchtung natürlich auch nicht ganz unbegründet erscheinen. Aus den Reihen der Grünen wird seit Jahren ein Verbot der Jagd in ihrer bisherigen Form gefordert. Herr Rüse sprach gerade auch schon wieder von der professionellen Jagd, also der hauptberuflichen, und diese sollen zukünftig die Ehrenamtler wohl ersetzen. Die Union wehrt sich aktuell noch gegen solche Forderungen, aber das kennen wir ja auch schon aus anderen Bereichen. Wer sich auf die Standfestigkeit der CDU verlässt, der ist unter Umständen auch schnell verlassen. Wie dem auch sei, wir werden den vorliegenden Antrag der Regierungsfraktionen gerne mittragen, denn er ist nach Lage der Dinge überfällig und auf uns können sich die Jäger, aber auch die Schweinebauern verlassen. Dafür nehmen wir sogar das darin enthaltene und nicht sonderlich berechtigte Eigenlob für die Landesregierung in Kauf. Und wir hoffen, dass die Ministerin, auch wenn es hier mal kein Klimablümchen-Thema ist, schnell und unbürokratisch dafür sorgt, dass es dann auch umgesetzt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Tretschler.